Restart unter Hansi Flick. Nach dem Ende der Löw-Ära jetzt der Neuanfang. Und den wird Hansi Flick auch wieder jetzt mit seiner Handschrift machen. Aber wie sieht sie denn aus, die Handschrift des neuen Bundestrainers? Wie plant Hansi Flick und wie will er das gekenterte DFB-Schiff wieder auf Kurs bringen? Die Feuertaufe ist in knapp 2 Monaten. Ein neuer Wind weht ab jetzt sofort. Wir werden uns jetzt die nächsten Tage auch zusammensetzen, um so ein bisschen mal den Plan durchzugehen, wie er sich das mit der Mannschaft und auch dem Betreuerstab vorstellt. Man hat, glaube ich, gesehen bei Bayern München, welche Art von Fußball er spielt. Aber am Ende ist natürlich der Auftrag, erfolgreich zu spielen und eine Mannschaft aufzubauen, die eine Identität hat. Dafür stellt sich zuallererst die Frage, auf wen kann Flick bauen? Nach dem nächsten enttäuschenden Turnier wird der ein oder andere altgediente Nationalspieler mit einem Rücktritt in Verbindung gebracht. Vor allem Toni Kroos und Mats Hummels wollen sich beide erstmal Gedanken machen. Ausgang erstmal offen. Ich habe von keinem der älteren Spieler gehört, dass er gesagt hat, übrigens Oliver, ich heb mal die Hand. Ich denke hier über Rücktritt nach oder ich wollte dir nur sagen, ich werde gleich in der Presse etwas bekannt geben. Insofern ist es auch immer gut, ein bisschen Zeit verstreichen zu lassen. Es ist auch wichtig in diesem Falle, dass auch Hansi Flick mit den Spielern spricht, damit man weiß, auch wie er mit ihnen plant, was sie sich vorstellen. Mit wem Flick auf jeden Fall planen dürfte, ist Thomas Müller. Der war schon beim FC Bayern des Trainers verlängerter Arm auf dem Feld. Schüttelt er die EM ab und behält seine starke Form aus der abgelaufenen Saison bei den Bayern, wird er mit bald 32 Jahren auch unter Flick eine zentrale Rolle spielen. Kapitän Manuel Neuer hatte schon vorher angekündigt, nach der EM weitermachen zu wollen. Auch auf ihn wird Flick setzen. Spannend wird vor allem zu beobachten sein, welche neuen Gesichter unter dem neuen Bundestrainer auf die DFB-Bühne treten. Soweit ich Hansi kenne und auch schon mit ihm das eine oder andere besprochen habe, ist er natürlich jemand, der auch gerne junge Spieler einbaut, der natürlich auch längerfristig schaut und versucht natürlich auch immer wieder für den deutschen Fußballspieler zu entwickeln. Allen voran dürfte Jamal Musiala eine noch größere Rolle in Zukunft zuteil werden. Im Gruppenspiel gegen Portugal hatte er schon für Furore im DFB-Dress gesorgt. Dass er dort jetzt mit seinem großen Bayern-Förderer und Entdecker Flick weitermacht, kann dem Supertalent nur zugutekommen. Auch der ein oder andere frisch gebackene U21-Europameister könnte unter Flick seine Chance bekommen. Metscher, Wirtz und Riedel Baku stehen in den Startlöchern. Eine zentrale Flick-Frage ist auch die nach dem System des neuen Bundestrainers. Wie das jetzt konkret aussieht oder wie dann die taktische Varianten von ihm sind oder welche Philosophie er mit dieser Mannschaft haben wird und die natürlich auch wichtig ist, dass man die dann sieht. Dafür werden wir dann im August oder September oder Ende Juli, je nachdem, wenn wir mit ihm mal sprechen, wird er die Gelegenheit haben, das mal vorzustellen. Davon auszugehen ist, dass die umstrittene und viel diskutierte Dreierabwehrkette Flicks geliebtem und Bayern bewährtem 4-2-3-1-System zum Opfer fällt. Überhaupt gibt vor allem Flicks Bayernzeit die größte Hoffnung, dass er das schwarz-rot-goldene Feuer wieder entfacht. Denn auch in München hat eine Mannschaft, die eigentlich keine mehr war, die viel zu wenig aus ihren großen Möglichkeiten gemacht hat, unter Flick quasi von heute auf morgen ein ganz anderes Gesicht gezeigt. Kurzfristigkeit ist eben auch jetzt das Stichwort, denn dafür wird ihm auch, muss man ehrlich sagen, wenig Zeit gegeben. Wir treffen uns im September schon wieder mit 3 Spielen. Mit wenig Trainingseinheiten muss er das machen. Liechtenstein, Armenien, Island. Vergleichsweise leichte Gegner. In einer vergleichsweise leichten Gruppe hat Deutschland nach 3 Spielen aber auch bereits eine Pleite gegen Nordmazedonien auf dem Konto. Ausrutscher sind zum Neustart verboten. Zum Neustart, bei dem eben klar ist, das wird Hansi Flick auch wieder jetzt mit seiner Handschrift machen. Und auf die ist ganz Fußball-Deutschland gespannt.